In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie einfach ein Low-and-Slow-Gericht auf den Monolith Le Chef in der Barbecue Guru Edition ist, mittels eines Beef Brisket in der Spring Version. Was die Spring Version ist, zeige ich euch genau in diesem Video. Was ich dort für Zutaten benutzt habe und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Eine Litanei an Zutaten, die wir definitiv auch benötigen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Wurzelgemüse. Das Wurzelgemüse besteht aus Kartoffel, Möhren, dann zweierlei Zwiebeln, einmal rot, einmal weiß, ein bisschen Magic Dust, ein Eiweiß-Milchshake, so kurios wie es auch klingt, komme ich gleich drauf zu, ein Rotwein, zwei Rubs, einmal den neuen Pincho Rub und einmal den Honey Mustard Rub. Das ist neu von Ankerkraut aus der Exklusivlinie, ein bisschen Rinderfond. Eine Spritze und für ein Raucharoma natürlich die Smokewood Rotwein Chips. Und kommen wir jetzt erstmal auf den Hauptdarsteller, natürlich die Rinderbrust. Das ist jetzt eine Rinderbrust von Oberpfalz Beef und ich muss ganz ehrlich sagen, ist richtig, richtig gut getrimmt. Also ihr braucht wirklich nichts mehr abschneiden oder ähnliches. Ich drehe das einfach mal rum. Fettanteil ist natürlich auch logisch. Hier haben wir auch dieses etwas dickere Fett. Aber es ist super, super weich. Das braucht man, denn Fett ist halt Geschmacksträger logischerweise. Ich drehe es jetzt nochmal auf die Fettseite, auf diese Seite. Wir haben jetzt hier einmal die Flat-Seite und die Point-Seite. Hier haben wir so einen richtig schönen Fettdeckel, der muss drauf bleiben. Und achtet auch darauf, dass der nachher beim Garprozess im Grill auch oben liegen bleibt, komme ich aber später nochmal zu. Jetzt wird er erstmal gespritzt. Beginnen wir mit der Marinade zum Spritzen. Relativ einfach. Rinderfond in einen Eiweißshaker reingeben. Kann ruhig ordentlich sein. Da geben wir einfach ein bisschen Magic Dust dran. So nach eigenem Gusto. Hier sei nochmal komplett gesagt, die kompletten Rezeptangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog, auf tobiasgrillt.de. Da schreibe ich euch alles nochmal nieder, was ich dafür benutzt habe. Eiweißshake, den Zerteiler hier oben reinmachen, damit es auch schön cremig wird. Zumachen und dann ordentlich schütteln. Ordentlich durchgeschickt, das heißt, ihr habt da oben ein bisschen Schaum, das ist sogar sehr, sehr gut. Die Spritze ordentlich aufziehen. Richtig doll aufziehen, so dass wir da richtig viel drin haben und dann einfach in das Fleisch reinspritzen. Die Spritze an sich halt einfach einmal kurz reindrücken, ruhig ein bisschen hin und her vibrieren, damit ihr die Angriffsfläche für die Marinade nachher richtig viel hat, reindrücken und dann seht ihr schon, wie sich das Fleisch hier oben so ein bisschen wölbt. Perfekt. Und das mache ich jetzt mit einem ganzen Brisket und hole euch gleich nochmal hinzu. Jetzt geht es daran, ein bisschen Rub an das Fleisch zu bekommen. Da einfach ein bisschen von der Brühe nochmal hier drüber gießen. Die Hand nehmen und ordentlich damit einreiben. Einmal umdrehen. Hier genau das Gleiche. Ist jetzt genügend Flüssigkeit in dem Fleisch und an dem Fleisch. Und da geben wir jetzt einfach ein bisschen Rub dran. Ruhig ordentlich. Der Pincho Rub selbst hat halt sehr, sehr viele Komponenten, die ich am Brisket oder generell an Rind sehr, sehr cool finde. Schnittlauch, Kumin, Kreuzkümmel ist da dran, ein bisschen Chili ist dran. Richtig, richtig gut. Ihr könnt natürlich auch einen eigenen Rub nehmen, da ist wieder euer Gusto gefragt. Aber sparen braucht ihr in dem Fall nicht. Das mache ich jetzt erstmal und lasse das, ich sage es mal, für die nächste halbe Stunde erstmal beruhen. Da wir das jetzt ordentlich räuchern möchten, nehme ich jetzt hier von den Smokewood Rotwein Chips insofern richtig, richtig viele. Verteile die hier ruhig drumherum, das können so ein, zwei Hände voll sein. Die verteilen wir jetzt hier drauf. In der Mitte fängt das jetzt schon ein bisschen Feuer. Und dann setze ich den Grill auf indirekte Hitze um. Ich habe die zweite Etage jetzt halt gemacht und da kommt jetzt ein bisschen Wasser rein. Hier auch nochmal warmes Wasser. Dann schließen wir den Grill und dann soll dieser erstmal auf Temperatur kommen. Gegrillt wird das Brisket auf dem Monolith Le Chef in der Barbecue Guru Edition bei 115 Grad circa. Dazu habe ich den CyberQ auf 515 Grad eingestellt und die Food-Temperatur ja, auf 91 Grad, aber dazu später mehr. Als nächstes machen wir erstmal das Brisket drauf, das heißt, die Temperatur im Grill ist halt noch relativ niedrig, möchte ich aber auch gerne haben, denn der Rauchgeschmack, der da dran kommen soll, entwickelt sich ja die ersten 60 Grad oder in den ersten 60 Grad. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal das Brisket, legen das hier komplett einmal drüber, komplett über die Schale. Und wie ihr sehen könnt, liegt das komplett über der Schale und das gilt es jetzt erstmal auch zu verkabeln. Der
Temperaturfühler für das Fleisch ist jetzt hier drin und das gilt es jetzt natürlich reinzumachen. Das Brisket liegt jetzt drauf. Achtet darauf, dass die Fettseite schön nach oben kommt. Ich muss das Ganze jetzt verkabeln. Dazu nehme ich jetzt hier halt das dickere Stück als solches. Ihr seht jetzt hier, dass dann so ein bisschen Fett drumherum läuft. Ich nehme die, wie gesagt, die dicke Seite und das Ganze etwas mittig. Dazu nehme ich das Brisket, drücke das ein bisschen runter und stecke das Ganze rein. Das hat folgenden zugute, dass das Fett oben liegt. Und zwar der Saft, der sich da drin jetzt bildet, geht einmal komplett durch das Brisket runter und behält somit die Saftigkeit. Das lasse ich jetzt, wie gesagt, bei der Temperatur, die ich ja vorher gesagt habe, 115 Grad, im Grill drin, bis wir eine Kerntemperatur haben von 70 Grad. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Gemüse für das Brisket. Ist jetzt, wie gesagt, Wurzelgemüse. Ihr könnt da natürlich nehmen, was ihr generell wollt. Hier hinten der Honey Mustard. Mega, mega gut. Und ein bisschen Wein, aber dazu später mehr. Nachdem wir die Schale geschält haben, natürlich meine ich geschält haben, also die Schale entfernt haben, machen wir das Wurzelgemüse, in dem Fall die Möhre, jetzt in mehrere Stücke, dass wir ungefähr die gleiche Größe haben. Es hat folgenden Aspekt, dass das Ganze nämlich nicht so schnell verkocht ist. Das mache ich mit dem ganzen Gemüse erstmal und geht es gleich weiter. Wenn dann alles klein geschnitten ist, das heißt so grob, dass das, ich sage jetzt mal, nicht zu schnell verkocht, kann das hier alles in eine Aluschale eures Schwedenhändler des Vertrauens. Wir brauchen gleich noch ein bisschen Sud. Den Sud zur Dämpfphase besteht aus Wein. Ihr könnt halt einen ordentlichen Schluck nehmen. Das Brisket an sich, das verliert ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit, aber wir brauchen hier richtig Flüssigkeit. Dann nehmen wir jetzt hier das Honey Mustard aus der Exklusivlinie von Ankerkraut. Dann nehmen wir einen guten, ordentlichen Schuss. Hier sei noch mal kurz gesagt, komplette Rezeptangaben findet ihr wie immer auf dem Blog auf tobiasgrill.de. Da habe ich das alles runtergeschrieben, wie viel ich tatsächlich genommen habe. Hier jetzt auch wieder einen Eiweißshaker nehmen oder generell einen Shaker nehmen, das ordentlich durchschütteln und dann kommen wir gleich schon zum Brisket. Gute 5 Stunden später haben wir jetzt eine Kerntemperatur von ca. 70 Grad, ein bisschen Luft reinlassen. Jetzt schauen wir mal nach. Ah, sieht das herrlich aus. Und das gilt es jetzt erstmal Funkel zu nehmen. Das Brisket an sich hier komplett in die Schale reinzulegen. Temperaturfühler bleibt halt drin und an dieser Schale geht es jetzt gleich weiter. Sobald das dann hier drin ist, haben wir jetzt die Rotwein-Rub-Mischung. Die kommt einfach hier komplett rein. Das Brisket an sich, das bringt halt noch Flüssigkeit an sich mit, aber somit haben wir dann halt die komplette Flüssigkeit vom Rotwein. Das Gemüse an sich, das gibt auch noch mal ordentlich Flüssigkeit ab und das Ganze schließen wir komplett mit einer anderen, in dem Fall Aluform eures Schwedenhändlers ab. Und wie man das Ganze luftdicht macht, das zeige ich euch jetzt. Es gibt solche Klemmen, das sind Büroklemmen, da kann man halt, Papier oder andere Unterlagen halt mit festklemmen. Die einfach hier drauf machen. Und so gut es geht, mittig sogar, genau so. Und das Ganze auf der anderen Seite auch und dann habt ihr das nämlich luftdicht abgeschlossen. Und das wandert jetzt wieder auf den Grill. Jetzt kommt das Päckchen an sich einfach wieder in den Grill rein. Dazu die beiden Formen, so gut es geht, hier halt reinschieben. Bisschen nach hier, damit wir den Deckel auch zumachen können. Temperaturfühler an sich ist ja noch drin. Jetzt heißt es Deckel schließen und bei einer Temperatur von 120 Grad weiter garen lassen, bis die Kerntemperatur so circa 91 Grad hat. Aber dazu hole ich euch dann nochmal zu. Nach weiteren 4 Stunden seht ihr das selbst. Der CyberQ hat jetzt hier 93 Grad von der Fleischtemperatur erreicht, beziehungsweise Innenraumtemperatur. Habe ich ihn jetzt auch ein bisschen erhöht. Jetzt heißt es erstmal runternehmen. Dazu einmal den Monolith dann öffnen, kurz Luft reinlassen, anheben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das nehme ich jetzt runter und lasse es dann so außerhalb vom Grill noch mal eine halbe Stunde circa ruhen. Gute halbe Stunde ist jetzt rum. Jetzt wird einmal komplett aufgemacht. Und da kommt natürlich ein Sud raus ohne Ende. Unten das Gemüse ist komplett im Sud drin. Und wenn ihr das riechen könntet, es riecht jetzt hier so stark nach Rotwein, das ist der Wahnsinn. Vom Kontrast her seht ihr natürlich nicht wirklich viel. Ich versuche das mal zu drehen.
auf diese Seite. Gibt es einen ziemlich coolen Trick, und zwar, wenn ihr, ja, ich sag jetzt mal, irgendwas Spitzes habt, Zahnstocher, Temperaturfühler, so wie in dem Fall, könnt ihr das gegenprüfen, ob das jetzt halt wirklich die Konsistenz habt, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr nehmt halt einfach was Spitzes und drückt es halt rein, und wenn sich das reindrückt und wie Butter ist, so wie in dem Fall, das drückt sich komplett einmal so durch, dann habt ihr es wirklich geschafft und einen perfekten Garpunkt vom Brisket hinbekommen. Ich nehme es jetzt hier einmal runter und dann, ja, seid ihr live dabei, wie ich es anschneide. So, anschneiden darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu ein scharfes Messer zur Hand nehmen. Ist natürlich jetzt richtig, richtig heiß. Einmal so runter. Boah. Und wenn ihr das riechen könntet, das ist der pure Wahnsinn. Hier ist jetzt halt auch wichtig, halt einmal komplett gegen die Fasern, also quer zu den Fasern zu schneiden. Und seht euch den Rauchring an. Und das schneidet sich, wie gesagt, wie Butter. Ich schneide jetzt hier noch eine Scheibe runter. Halte das einmal in die Kamera. So sieht's aus. Mal gucken, ob da noch ein bisschen Saft rausdrückt. Wenn ich drauf drücke, ja. Guckt euch das mal an. Richtig schön saftig. Dann würde ich sagen, schneide ich jetzt noch ein paar Tranchen runter. Und dann gibt es noch ein Tellerbild. Bevor es allerdings zum Ende kommt oder beziehungsweise zum Finishbild kommt, ihr habt nicht umsonst das Gemüse mit gegart als solches. Das kann man logischerweise mitessen. Das heißt, einfach aus der Form mit rausnehmen, ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren, schön abtropfen lassen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Grundlage für die Tranchen gleich. Das lege ich jetzt hier auf ein Brettchen. Und ja, wie gesagt, da kommen dann jetzt die Tranchen drauf. Dann gibt es noch ein Finish-Bild und dann würde ich sagen, ist das Brisket aus dem Monolith in der Guru-Edition, in der Barbecue-Guru-Edition auch schon fertig. Ja, das war's. Das Beef Brisket in der Spring Edition. Relativ cooler Name, aber ihr habt es halt an den Zutaten oder beziehungsweise am Rezeptvideo schon gesehen. Da sind halt sehr, sehr viele Wurzelgemüse drin und halt ein bisschen Rotwein. Ich liebe Rotwein. Und auch im Zuge dessen mit dem Monolith Le Chef in der Barbecue Guru Edition ist es doch tatsächlich eher Eierschaukeln. Sagen wir es mal ganz ehrlich, wie es ist. Ihr braucht den Mono halt wirklich nur einstellen und der läuft halt durch wie ein Uhrwerk. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder ein paar Zeilen zu diesem Rezept habe ich auf tobiasgrillt.de runtergeschrieben. Bis dahin.